Hi und herzlich willkommen zu einem super coolen Rechengeheimtrick, mit dem man Japanisch multiplizieren kann. Und ich sag's euch, wenn ihr das mal gesehen habt, werdet ihr vielleicht nie wieder anders multiplizieren. Denn dieser Trick ist wirklich kinderleicht. Zum Beispiel 11 mal 16. Was machen wir da? Wir nehmen uns die 11 und sagen, hey, die 11 hat einen Zehner und einen Einer. Dann als nächstes nehmen wir uns die 16 und sagen, die 16 hat einen Zehner und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Einer. Und dann muss man wirklich nur noch zählen können. Ihr sagt, ihr habt hier mehrere Kategorien von Kreuzungen sozusagen. Ganz links ist ein Pünktchen bei der Kreuzung, die schreiben wir direkt mal so hin. Ein Pünktchen. Dann habt ihr rechts sechs Knotenpunkte in den Kreuzungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die schreibt ihr auch direkt hin. Sechs Pünktchen. Und dann kommen noch diese mittleren Kreuzungen. Diese hier. Da haben wir insgesamt einen Kreuzungspunkt und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kreuzungspunkte. Macht 7. Und die schreiben wir hier hin. Und zack, seid ihr auch schon fertig. Das Ergebnis, ob ihr es glaubt oder nicht, von 11 mal 16 ist 176. Machen wir es gleich nochmal und am besten haltet ihr das Video kurz an, schnappt euch Zettel und Stift und probiert es selbst mal aus. Denn ich glaube, jetzt kriegt ihr es auch hin, auf japanische, clevere Art und Weise 21 mal 33 zu rechnen. Probieren wir es gemeinsam, nachdem ihr hoffentlich das selbst einmal ausprobiert habt. Die 21 hat zwei Zehner und einen Einer. Die 33 hat drei Zehner und drei Einer. Dann zählen wir wieder zuerst links und rechts. Hier haben wir, das sehen wir schon, sechs Knotenpunkte. Hier haben wir, das sehen wir auch schon direkt, drei Knotenpunkte. Und in der Mitte müssen wir jetzt wieder zählen. Drei Knotenpunkte hier und noch dazu sechs Knotenpunkte hier macht neun insgesamt. Also ist das Ergebnis von 21 mal 33 693. Für mehr solche clevere Rechentricks schaut mal hier rein. Für das Gleiche in indischer Variante schaut mal da oben drüber rein. Und für die Fortsetzung der japanischen Multiplikation empfehle ich euch das Video ganz da hinten für Fortgeschrittene. Viel Spaß damit und bis bald!